Willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Nach 2 Wochen Abstinenz und vielen Nachrichten sind wir wieder da. War ein bisschen erkältet, krank, hat mich schön weggehauen mit Fieber und so weiter. Aber wir sind wieder da. Wir fahren jetzt direkt nach Frankfurt zum Friseur. Danach gehen wir zu Frau Weber trainieren, werden Tommy besuchen und wer uns noch so vor die Flinte läuft. Ja, Maxi, was hast du am Finger gemacht? Geschnitten. Wie hast du dich geschnitten? Mit so einem Nagelset. Ja, Leute, ich war lange krank. 2 Wochen ganz genau. Hab nie aufgehört, Whey-Isolat zu nehmen. Vom Muskelerhalt her brauchen wir nicht drüber reden. Für Sportler oder für Leute, die viel essen, sehr wichtig, Enzymkomplex, sehr gut für die Verdauung. Wenn ihr das auch alles haben wollt, geht auf die Seite ZEK Plus mit dem Rabattcode Ekelin10, bekommt ihr 10% auf alles. Also. Wo kommst denn du her? Aus dem Fenster gesprungen. Wir haben jetzt beide denselben Anzug an, ne? Welchen Anzug hast du da an? Ja, du auch, hast du mir auch bestellt. Ist das schön, wieder nach 2 Wochen hier reinzufahren, und guck doch mal, wie schön. Vati, was geht? Ja, wie immer, wurde die Arbeit. Hast du Zeit? Ja, klar. Wann? Wann du möchtest. Genau so mag ich dich, ey. Ich bin so 10 Minuten, 10 Minuten. Okay, Bruder. Aber was, Bruder? Was, Bruder? Okay, bis gleich, Vati. Bis gleich. Ciao. Willkommen! Heute wieder Haare schneiden, ja. Wie immer. Wie kommst du, dass du jetzt die Haare wachsen lässt? Wieder wachsen lassen. Ja, warum? Ja, das ist halt die Phase. Steht dir viel besser. Echt? Ja, lass mal lieber. Sieht ein bisschen sportlich aus, gell? Vorher war Katastrophe, so ist gut. Warte, meine Kette. So, Zigaretten gut, ja? Ich liebe meine Hobbys. Keine Zigarette, keine Liebe. Letzte. Sommergeburtstag in meinem Blog. Ja, komm mal, machen wir weiter. Ich habe vorhin nicht gefasst und weiß nicht ganz genau. Deswegen, ich hörte deine Mutter und sie geht zu dem Bock. Ich bin gerade aus Antwerpen raus, so voll scheiße aus. Jetzt fass ich den Jungen auf. Wo ist der, ey? Welchen Jungen? Hey, Er ist das erste Mal reden, aber lügen. Er ist lügen. Er ist lügen, guck. Richtige Künstler, ha? Scherer, wie will er messen? Geht's im neuen Jahr, alles gut? Oh, schön dich zu sehen. Mit Soundaggregator. Wie aus dem Ei gefällt. Hey, deine Frisur ist auch nicht von schlechten Leuten. Wie gefällt's mir? Wie geht's euch? Ja, aber zieh doch mal deine Brille an. Was für ein erfreulicher Anblick, oder? Für ihn, oder? Hey, was geht? Alles gut? Dein Hund mag mich nicht. Schau, wie geht's? Hey, du siehst ja ganz anders aus. Ja, neu, gell? Komm mal mit Tischtennis spielen jetzt. Tischtennis? Ja, ja. Nein, Mann. Ich bin voll schlecht mit Tischtennis. Was? Das ist es doch. Ja, Logo, du musst mitspielen. Okay, komm, eine Spielrunde spiele ich mit auf jeden Fall. Okay, gut. Nö, alles gut. Er kriegt eine Dackelparty. 2 wird er. Ja? Entschuldigung. Geburtstag? Ja. Wie alt wird denn Edgar? 2. Apropos alt werden. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Thema alt werden? Damit haben ja viele Menschen ein Problem. Ja, ich glaube, man kriegt das gar nicht mehr so mit irgendwie. Nur manchmal, wenn du liest, wie jung manche Leute sind, dann merkt man so, wie alt man geworden ist. Und persönlich, hast du ein Problem mit dem Altwerden? Nee, oder gar nicht. Du dich aufs älter werden? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich glaube so, bisher noch alles entspannt. Mal gucken, wie es in 10 Jahren ist. Also. Hast du gut gehalten. No. Guck mal, du musst handeln wie Chinesen. Verstehst du? Die spielen so. Guck mal, das fängt doch hier schon wieder gut an. Wo? Stefan, ey! Alter! Ich kann nicht spielen, wirklich nicht. Das ist ein halber Quadratmeter Tischplatte, was soll ich machen? Oh! Bitte. Ich kenne diese kurze Tischplatte, ist schwierig für mich, wie gesagt. Keine Gnade bei Frau Weber auch. Keine Gnade!
Boah. 1-0. Scheiße! Wie viel steht's, Herr Kalin? 6-3 für mich. Nein, das ist so billig. Läuft die Kamera, Arma? Ja? Was hast du verloren? Huni? Nee, aber du bist der Beste in der Tischtennis. Der Kriegs abgefahren, jetzt halt. Ja, mach dein Glück. Die kannst du ruhig machen. Wie war jetzt die Bilanz? 5-2, oder? Habt ihr verloren? Zu zweit gegen eine Person. Vielleicht bin ich doch nicht so gut, wie ich denke. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, es fängt das Training gut an, weißt du, mit 2 Siegen oder wie viel? Ach, ich hab's gar nicht mehr gezählt. Ach ja, es waren wahrscheinlich 3 oder 4. Aber du bist echt ein guter Tischtennisspieler. Aber Kicker bist du noch besser. Nee, Kicker bist du besser, ehrlich. Ich muss sagen, ich habe mich überschätzt. Ja? Ja, ich musste da Einsicht kommen. Kann man ich war sagen? Nur hier, um Spaß zu haben. Das ist doch eigentlich das, was zählt. Hast du doch auch nach dem Fußball gesagt. Ja klar, Hauptsache Spaß. Frau Weber, wie finden Sie eigentlich den Trainingsanzug? Der Trainingsanzug ist cool, gefällt oder? Mir. Modern, zeitgemäß, ja, mal super, was anderes. Super Wertigkeit. Das kann ich nicht beurteilen, aber ja. Wie? Nochmal, super Wertigkeit, ne? Ja, also sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Du hast auch einen, oder? Ja, auf die Special Edition. Wo kann man den holen? Auf der Seite MMA Spirit, im Shop erhältlich und in der Videobeschreibung. Yes. Hier unten. Okay. Ein bisschen Werbung schalten, oder? Für die Gangster-Rapper auch. Fühlt sich das an, wieder mal Sport getrieben zu haben? Ist geil, wenn der Puls hochgeht, aber man kann man nicht wieder in Bestform erwarten. Eine Woche, 2 Wochen, gell? Ja, nach einer Woche ist das Nervensystem wieder da, wo es war. Dann in der zweiten Woche fühlt sich schon alles besser an. Jetzt gehen wir duschen, gehen mit Tommy zur Flamme Möbel. Echt? Ja. Und dann? Sorry. Hallo, was war denn so lustig? Also nur die Vorstellung, ne, wenn der Tommy zum Flamme Möbel reinläuft am Samstag Nachmittag. Ja. Was ist denn los? Hier, komm. Tommy, würdest du sagen, du kannst gut mit Hunden? Ja, total. Ganz speziell bin ich dabei. Bodo! Wie geht's meinen Kämpfern? Umso besser. Hey, Tommy! Alles gut? Du hast 2 km/h oder? Habt ihr auch einen Boxring für mich, ja? Da, ich da rein und 2 Kleinwüchsige. Nicht mehr Open Mat. Irgendwie haben die gesagt, von Octagon irgendwas? Oh. Gut, oder? Tobi, Katanovic, hast du Tabletten? Die ist gekauft. Die ist gekauft, ja. Aber nicht für den Preis. Nee. Wollen die alle was verkaufen? Katanovic! Tommy, findest du gehst hier auch beim Shoppen? Also mir ist noch langweilig, ich sag's dir. Was ist denn das hier bitte? Guck mal. Welche Sprache ist das? Schon gut aus. So, jetzt können wir rauslaufen. Sieht echt gut aus, gell? Die 3 Kissen haben 14,90 Euro gekostet, Tommy. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Tommy. Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Beruhigungstablette. Ja. Guck mal hier, du hast recht gehabt. Ich hab's gesagt, 15 Euro. Siehst du, die unten waren noch in alle 3 zusammen. Ach Gott. Roll den zusammen. Nein, mach auf hier. Ich brauche meine Herztabletten. Und kaufen? Katanovic. Krankenwagen. Bitte, komm, ich kann nicht alleine. Der schreibt Zahlen dahin, da wird's einem schlecht. Ohne was zu trinken, Angebot zu kriegen. Nein. Tommy, hast du Tablette? Ja, ich kann jetzt nicht. Stress mich bitte nicht. Was denn? Weiße Zettel ist, da steht was. Der Panovic hat eine Sauklaue, das ist ja ägyptische Hieroglyphen. So. Machen wir hier 100 draus. Immer. 50. So, da sieht das doch alles schon viel besser aus. 2,8 alles. Wie viel? 2,8. Ich kann nicht. Schöne Grüße ans Finanzamt, ist abgehoben worden. Was haben wir jetzt hier leisten können, dank Tommy? Ja gut, wir haben wieder die besten Preise hier in Frankfurt gekriegt, dank Tommy. Im Möbelflamme ist der beste Mann halt. Egal wo, Polen, ach, weltweit vernetzt der Kerl.
Erstmal, wo sind wir? Zu Hause. Wofür ist denn das Pfefferspray, Tommy? Deine Fanfragen. Falls sie nicht passen, gibt es direkt Pfefferspray. So, warum machen wir uns jetzt hier versammelt? Ja, heute das erste Mal mit Tommy an meiner Seite Fanfragen beantworten. Ist ein bisschen nervös, der Tommy. Ja. Aber der kriegt... Hey, noch nicht beantworten, noch nicht. Ich hab gedacht, es geht schon los. Nein, noch langsam. Nein, der ist noch ein bisschen nervös vor der Kamera, muss ich erstmal reinfinden. Richtig, ja. Aber der wird es schon schaukeln, das ist ja mein Manager, das kann ja nicht sein. Hast du studiert, Tommy? Fängt ja schon blöd an, oder? Natürlich nein. Ich auch nicht. Hättest du gerne studiert? Nein, ich nicht. Doch, ich glaube, wenn ich das alles nochmal Revue passieren lassen könnte, bestimmt, ja. Für welche Fachrichtung hättest du dich spezialisiert? Am liebsten wäre ich gerne Pilot. Hast du eine Ausbildung? Ich habe leider keine Ausbildung mehr. Ich habe aber eine angefangen. Ja. Ich auch, ein paar sogar. Als Speditionskaufmann, aber leider nicht beendet. Was glaubst du, wie dein Leben ausgegangen wäre, wenn du die Ausbildung beendet hättest? Ja, dann wäre ich heute irgendein langweiliger Spediteur, weil... Was war sicher, also irgendwelche LKWs hin und her geschickt. So, wichtigste Frage jetzt. Wie verdienst du dein Geld? Was soll denn das, Christian? Ja gut, wie soll er Geld finden? Hat er kein Geld. Ja, das stimmt. Irgendwo stimmt das schon. Ja. Warum gehst du feiern? Warum? Ja. Du weißt doch, was für einen Titel ich habe hier in Frankfurt. Ne? Ich sag's mal so, der ist nicht nur in Frankfurt der Champagnerkönig. Egal, wo wir hingegangen sind, ist der Champagnerkönig gewesen. Und das bleibt auch so, Tom. Das bleibt definitiv noch. So mag ich dich. Hast du vorher erst abschließende Worte an die Community? Bleibt alle gesund, verfolgt uns. Was soll ich euch noch daheim machen? Also meine Worte zu der Community muss ich sagen, vielen Dank für den ganzen Support. Dass es so durch die Decke gegangen ist, alles drum und dran, muss man schon sagen. Ja. Schon Hut ab vor allen Leuten und auch natürlich die Leute, die um mich sind. Ohne die würde ich das ja auch nicht schaffen, auch unter anderem. Und ein großer Teil geht an dich, Hermann. Merci. Ja, und der Rest, guck mal, Tommy und alle Gesichter, wo da immer vereint sind, die passen einfach 100% zusammen. Und das so soll es sein. Das ist harmonisch. Die besten Leute habe ich um mich. Ja, Leute, das war der erste Vlog wieder seit 2 Wochen nach meiner Krankheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Tommy, für den tollen Tag. Wie immer. Und bis zum nächsten Mal.